Jetzt haben wir ein Mitglied der Redaktion Wildcat in der Leitung. Ich sage erstmal guten Abend. Hallo. Also die Verständigung ist da, okay. Wir sprechen jetzt über den NSU-Prozess. Der hat ja vor kurzem begonnen. Ihr habt geschrieben, die Morde der NSU, also des nationalsozialistischen Untergrunds, waren nur möglich, weil Teile des Staatsapparats ihnen geholfen haben. Aber wie hängen diese sogenannten Teile zusammen? Wie hoch die Befehlskette beim Vertuschen? Als erstes mal, du bist Mitglied von Wildcat. Magst du vielleicht kurz mal eure Zeitschrift vorstellen? Also einmal, was ihr so macht und wie lange es euch schon so gibt? Ja, Wildcat gibt es schon ziemlich lange. Also wir versuchen, die Perspektive der Revolution in den Kämpfen von unten zu sehen und uns da auch mit so den wichtigen Dingen zu beschäftigen. Und unter anderem haben wir uns da in den letzten drei Heften ziemlich ausführlich mit dem NSU beschäftigt, weil uns das Ausmaß dieses Staatsskandals ziemlich wichtig ist, der sich ja auch noch immer weiter ausgeweitet hat. Daneben haben wir da zu ziemlich vielen Dingen was drin, zu den Situationen in so verschiedenen Ländern, Südafrika, wo ja eine große Streikwelle war, Indien, China, Griechenland, ein Schwerpunkt zu Kapitalismus und Verkehr. Also wir versuchen uns da so mit den wichtigen Themen zu beschäftigen. Also ich glaube, das ist schon deutlich geworden. Also ich glaube, euch gibt es mindestens schon über 20 Jahre, soweit ich das in Erinnerung habe. Auch warum wir euch... 30 Jahre. 30 Jahre, sorry. Also und warum ihr euch jetzt gerade mit NSU beschäftigt, das wird bestimmt gleich auch in dem Gespräch nochmal etwas deutlicher. Man muss vielleicht vorweg schicken, die NSU, ich glaube, die ist offiziell 2011 aufgeflogen. Sie haben 10 Menschen umgebracht, davon 9 migrantische Menschen, die überwiegend so als Kleinhändler tätig waren. So, vielleicht als erstes mal... Der Prozess hat ja jetzt in München begonnen. Da wollen wir jetzt drüber reden, beziehungsweise indirekt drüber reden. Es sind ja, glaube ich, 5 oder 6 Faschisten angeklagt. Aber was einfach fehlt, ist so, das hat jetzt auch nochmal die Konkret in einem Leitkommentar bemängelt, dass eigentlich die verantwortlichen staatlichen Stellen wie Innenministerium da gar nicht auf der Anklagebank sind. Das hat der Gremnitzer in einem Kommentar geschrieben, den ich, also zumindest sein Fazit, das ich auch so teile. Aber vielleicht so am Anfang mal, was sind denn jetzt genau sozusagen so die Verwobenheit zwischen Staatsapparat und NSU? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen erläutern? Naja, vielleicht, also so anzufangen, also du hattest ja gerade Befehlskette nach oben gesagt, also ich glaube, es ist ziemlich eindeutig ein Befehl, wo Chili sagt, bombt die Kolbstraße weg oder bringt den und den Blumenhändler um, so ein Befehl wird man nicht finden und so ein Befehl gibt es auch überhaupt nicht. Was es aber gibt, ist eine staatliche Strategie, die im Grunde genommen aus der staatlichen Bewirtschaftung dieser Nazi-Szene, die in den frühen 90er Jahren entstanden ist, besteht durch die Geheimdienste und Bullen. Und vor diese staatliche Strategie, da gibt es ja dann immer so verschiedene Verschleierungsmethoden. Also die erste war da die Ablenkung, wo diese ganzen Dienste ja ganz am Anfang gesagt haben, wir haben von all dem nichts gewusst, wir kannten das nicht, mit rechtem Terror, da konnte doch niemand rechnen. Und die ist ja total schnell peinlich geworden, die haben sie nicht mehr aufrechterhalten können. Dann haben sie als zweites die fehlende Koordinierung und die fehlende Ausrüstung immer vorgeschoben, obwohl ja im Grunde genommen die letzten 15 Jahre durchgängig die Dienste ausgerüstet worden sind und obwohl jetzt ja auch echt deutlich geworden ist, wie koordiniert diese verschiedenen Dienste und Bullen da untereinander sind, also etwa in der Operation Rennsteig oder in dieser
in dieser ersten Garagendurchsuchung, wo alle wichtigen Stellen quasi am Tisch saßen in der Planung und im Vollzug, oder eben auch bei dieser Schredder-Aktion, wo die dann am Anfang da Sachen vergessen hatten und dann das Innenministerium gesagt hat, ey, schreddert da und da nochmal nach. Also du hast ja jetzt allerhand gesagt, muss vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen. Zum einen, du sprichst auf die Asyldebatte an, die der Anfang der 90er Jahre war. Da gab es ja noch eine CDU-FDP-Regierung und die Aktion der NSU lief ja dann sozusagen unter Rot-Grün und da war eben der Otto Schily Innenminister. Das vielleicht so ein bisschen, um das vielleicht den Hörern nochmal klar zu machen, die das nicht so genau wissen. Und kannst du nochmal sagen, mit Rennsteig, das war, glaube ich, diese Aktion in Köln, in dieser Kolperstraße. Stimmt das so? Nein, das stimmt nicht. Also der Rennsteig, das war eine Koordinierungsaktion in Thüringen, wo die so zwei Ziele hatte. Zum einen war da so der Versuch, auf die Zivilgesellschaft zuzugehen und öffentliche Veranstaltungen zu machen, gerade dieser Dienste, die sich da so ein ziviles Bild auch gegeben haben. Und das zweite war schon, die wichtigen Kader dieser Nazi-Gruppen als Spitzel zu gewinnen und sich zu koordinieren, was diese verschiedenen V-Leute da eigentlich sagen. Und es ging da um den Thüringer Heimatschutz als zentralen Punkt. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Da waren ja zumindest drei, die sozusagen der NSU zugerechnet werden, also Mundlos und ich glaube Böhnhardt, ne? Und die Chappe, die waren ja dabei und auch noch einige von denen, die jetzt angeklagt sind. Stimmt das so? Ja, also eigentlich waren sechs Leute dabei, die Kameradschaft Jena, und wichtig ist da schon auch noch Wohlleben, dann sind da eben noch so ein paar andere Leute da, aber das kann man ja ziemlich einfach nachlesen. Also vielleicht sowieso, also es ist mit den Fakten, ich finde das immer ganz schön schwierig, jetzt so total detailliert hier Fakten zu erzählen, weil die stehen, also es gibt gerade, stehen ja wirklich überall nachlesbar, zum Beispiel die Bücher von Bodo Ramelow da, auch wenn der sehr staatstragend ist, das sind schon Bücher, in denen eigentlich alle Fakten zu finden sind, oder der Blog von Hajo Funke. Und es kommt ja auch ständig Neues raus, und das ist natürlich für uns auf der einen Seite wichtig, um zu verstehen, was passiert denn da. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch so eine Zuschütten mit Informationen und auch gleichzeitig so eine Verschleierungsgeschichte. Also dadurch, dass diese Informationen immer so stückchenweise rauskommen, hechelt man immer nach und fragt sich, ist das jetzt eigentlich seriös, ist es das nicht? Und ich war da gerade noch nicht fertig. Also diese Argumentation mit der fehlenden Koordination, das ist zwar noch eine der wichtigen quasi Verteidigungslinien, aber eine andere ist eben die des Versagens der Dienste. Und ich glaube, das ist ja die wirkungsmächtigste. Und da kommen ja gerade auch eine ganze Menge Enthüllungen raus von diesen aus dem Ruder gelaufenen V-Leuten. Und wo immer mehr der Eindruck so erweckt wird, der Verfassungsschutz hätte die überhaupt nicht unter Kontrolle gehabt und gar nicht gewusst, was da eigentlich passiert. Und das ist ja, also Hajo Funke hatte das jetzt beim Ende des Untersuchungsausschusses auf diesen Punkt gebracht. Diese Enthüllungen sind auch ein Teil der Strategie, dieses staatliche Vorgehen da zu verdecken. Kannst du vielleicht mal sagen, der Name Hajo Funke sagt mir überhaupt nichts, wer das ist? Das ist so ein verrenteter Professor vom OSI, Politikwissenschaftler, glaube ich, der aus irgendeinem Grund da zu diesem Berliner Untersuchungsausschuss immer hingegangen ist und dann sich sehr stark damit beschäftigt hat. Und der betreibt so einen Blog, wo jeden Tag alle wichtigen Nachrichtenartikel quasi also zu NSU so veröffentlicht werden, oder sehr viele. Also das ist eine der besseren Informationsquellen gerade. Also man muss vielleicht einfach nochmal feststellen, dass nachdem diese, ich glaube, das war im November 2011, als sozusagen Mundlos und Böhnhardt sich selbst erschossen haben, hat das Amt nichts anderes gemacht, als ganz viele, also die Geheimdienste, die Polizei, die Ministerien, ganz viele Akten geschreddert. Das sage ich jetzt nur erstmal so, was ich damit sagen will, beziehungsweise fragen will, ist, die Informationen, die wir kriegen, sind ja alle gefiltert. Das heißt, die kommen eigentlich alle, du sagtest ja so schnäppchenweise, also selektiv von den Ämtern. Und dadurch ist es natürlich ganz schwer, überhaupt einen Einblick in diese ganze Geschichte zu bekommen. Siehst du das auch so?
Also zum Teil, ist ja, gibt es ja eine ganze Menge Leute, die da jetzt angefangen haben zu recherchieren. Und also das war, vielleicht muss man da doch nochmal zu diesem 2011 so zurückgehen. Also was 2011, als die aufgefallen sind, ja ziemlich direkt deutlich geworden ist, ist zum einen, diese Antifa-Recherchegruppen hatten schon total viel Informationen zu den Leuten und das ist, man hat sehr schnell über eine ganze Menge Informationen verfügt. Und zum anderen, gerade das bürgerliche Feuilleton hat auch genauso schnell die Tragweite der Ausmaße des NSU erkannt und ziemlich viele radikale Fragen gestellt. Und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum wir uns so total intensiv dann angefangen haben, damit zu beschäftigen, war dieser Widerspruch. Die Antifa-Gruppen, die bringen echt sehr viele Hintergrundinformationen raus, aber man hatte in den Stellungnahmen schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Tragweite noch gar nicht so richtig erfasst ist. Und das bürgerliche Feuilleton dagegen, das hat ziemlich stark die Tragweite erkannt, aber es hat ja jetzt überhaupt nicht den Anspruch, den Staat zu kritisieren, sondern das ist mehr so ein Nebenprodukt des Entsetzens gewesen oder der Enttäuschung oder wie auch immer. Hm. Und dass wir da eben versucht haben, so eine seriöse Analyse zu entwickeln, die den Staat kritisiert. So. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer machen, was das die Linke das zwar analysiert hat, aber da steckt ja auch so eine Kritik dahinter. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen präzisieren? Naja, also nachdem der NSU aufgeflogen ist, da gab es eben ja schon eine ganze Menge Leute, die sich damit beschäftigt haben, was denn der NSU hieß. Und das waren im Grunde genommen ja so drei Arten von Leuten. Und das eine sind eben dieses bürgerliche Feuilleton, also Leute, die vom Staat ausgebildet worden sind und die schon immer gedacht haben, sie arbeiten irgendwie für den Staat in ihrer Funktion. Und die waren eben empört, dass der Staat sowas tut. Dann ist das zweite eben so eine institutionelle Linke, also so Leute wie die PDL oder eben schon auch so staatlich finanzierte Antifa Organisationen, die eben immer in so einem Zwiespalt waren. Auf der einen Seite arbeiten sie ja für den Staat und mit staatlicher Kohle und im staatlichen Rahmen, aber auf der anderen Seite werden gerade sie auch von diesen Geheimdiensten klein gehalten und kontrolliert. Also diese Trinkhausgeschichte in Thüringen, wo so ein Nazi vom Verfassungsschutz Thüringen die Namen von den Antifa-Aktivisten bekommen hat, um damit zu machen, was er will. Das ist ja so eine ziemlich prägende Sache und die konnten eben dann auch schon mal gegen diese Dienste da ihr Leid klagen und beschreiben, wie eigentlich ihre Situation ist. Und eine dritte Art von Leuten, die sich damit beschäftigt haben, das sind eben Leute aus dieser mittlerweile eigentlich fast nicht mehr vorhandenen außerparlamentarischen radikalen Linken, die eben versucht haben, eine Kritik am Staat an diesem NSU zu entwickeln. Und das ist aber eben sehr unterbelichtet, weil eben total viele Leute zum einen politisch auf den Staat setzen, aber zum anderen eben auch ihre Aktivitäten nur mit dem Staat machen können. Okay, das mit der Linken lassen wir jetzt mal so stehen. Wolf Wetzel, der ja auch aus der autonomen Linken kommt, aus der radikalen Linken, hat ja gesagt, ohne die staatliche Unterstützung wäre der NSU-Untergrund gar nicht möglich gewesen. Teilst du diese Einschätzung? Ja, die Einschätzung kann man, denke ich, so teilen. Also wir waren ja vorhin schon mal bei staatlicher Strategie, da wo wir bei diesem Punkt mit der Befehlskette waren, dass es man so einen Befehl da nicht finden wird. Und wenn man also diesen Zusammenhang zwischen NSU und staatlicher Strategie so verstehen will, muss man sich, denke ich, so die historische Konstellation deutlich machen, oder beziehungsweise ich rede jetzt über eine historische Konstellation, die diesen NSU und dessen Taten eigentlich erst ermöglicht hat und die auch die Art oder den Charakter seiner Taten erklären. Und zwar die Historie, also wovon ich jetzt reden möchte, ist so ab 98, wo Rot-Grün gewählt worden ist
und wo Rot-Grün dann ja auch den ersten Angriffskrieg gegen Jugoslawien durchgeführt hat, wo es diesen massiven Angriff auf die Arbeiterklasse gab, in dem die Lebensbedingungen angegriffen wurden, in dem Hartz IV eingeführt wurde, in dem der Niedriglohnsektor, der, wie Schröder ja immer protzend sagt, beste Niedriglohnsektor der Welt eingeführt wurde. Und das war so die deutsche innenpolitische Ebene. Und eine zweite Ebene ist eben diese Ebene nach dem 11. September, die Ebene dieses War on Terrors, der totalen Ausrüstung, der Paranoia nach innen. Mit Clinton hatte schon mit der Privatisierung von Krieg angefangen, mit so ungelenken Cruise Missiles, mit einer massiven Umstrukturierung, was Krieg eigentlich bedeutet, mit einer Ununterscheidbarkeit auch, was man immer alles selbst machen, was man im Krieg tut. Und da gab es dann in Deutschland nochmal so eine spezielle Diskussion, die auch mit Rot-Grün anfing, und das war diese Frontstellung des Angriffs nach innen, diese Frontstellung des Angriffs gegen die Parallelgesellschaften, hat Chili das immer genannt, und die sich ja im Grunde genommen von Chili bis zu Sarrazin eigentlich durchzieht, die man heute bei der neuen Migration aus Osteuropa im Ruhrgebiet ja auch immer noch ganz massiv merkt. Und in dieser Konstellation, also beziehungsweise das, was vielleicht Chili und andere gedacht haben, das hat dann sozusagen die NSU durchgesetzt mit flankierenden Maßnahmen des Staates, weil du hattest ja schon kurz gesagt, oder was offen geworden ist, dass ja diese ganze NSU auch sehr mit V-Leuten oder Kontaktpersonen waren V-Leute. Also das heißt, der Geheimdienst hatte eigentlich immer einen Überblick, wusste immer, wo sie agieren, was sie so halbwegs machen. Also das ist, glaube ich, so, das passt, glaube ich, mit dem zusammen, was du kurz so gesagt hast mit Agenda 2010 und den Angriffskriegen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Das war so ein kleines Tuten. Ich weiß nicht, hier piept das irgendwie. Muss man einfach vielleicht mal so hinnehmen. Ich bin da jetzt auch überfragt. Okay, das ist zumindest so die Maßnahme gewesen. Zum Schluss, sowas, ihr habt es teilweise auch als tiefen Staat bezeichnet, seid auch ein bisschen noch zurück, noch weitergegangen auf die Stay-Behind-Strukturen der NATO. Kannst du vielleicht da nochmal einen Zusammenhang herstellen zu den aktuellen NSU-Verfahren? Wir sind jetzt am Ende, nicht? Ja, so. Also das würde ich gerne so zum Schluss nochmal machen. Also auch so ein bisschen nochmal so die internationale Dimension, die da ja auch noch spielt, weil es sowas wie NSU gibt es ja auch in anderen Ländern. Ich denke, eine internationale Dimension ist wichtig, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, also die Stay-Behind-Strukturen spielen da natürlich eine Rolle auf dieser Ebene NATO-Strategie, und für uns hat das natürlich auch ziemlich viel gebracht. Und dass man sich so damit beschäftigt hat, um zu verstehen, was ist der Staat eigentlich. Aber vielleicht die wichtigere oder die augenfälligere Strategie, Bedeutung nach außen ist ja dieses Angriffs. Also ich finde es schon wichtig zu sagen, dass dieses Gespann NSU und staatlicher Rassismus, dass das in Deutschland total gut funktioniert hat. Das war eine geräuschlose und massenwirksame Strategie, die echt eben wirklich wirksam war, wo alle den Begriff Dönermorde übernommen haben, wo in der Kolbstraße eben tatsächlich der Angriff so stark gewirkt hat, dass da bis heute das Misstrauen untereinander eben ganz stark ist. Und das war ja damals, also gerade in der Kolbstraße, ich denke, das ist so einer der wichtigen Punkte, wo man es so richtig sieht. Es gibt diesen Bombenanschlag, und zwei Stunden später kommt die Polizei an den Tatort, oder ich weiß nicht, kurz danach kommt die Polizei an den Tatort, und anstatt dass sie erstmal mit den Opfern redet, kommt sie mit SEKs und räumt von den Opfern die Wohnung, bricht die auf, verprügelt die kleinen Kinder, und da hat so eine Strategie erstmal so total funktioniert. Und ich denke, dass man sich dieses Funktionieren bewusst macht und dass ja Hanning sich vor den Untersuchungsausschuss stellt und sagt, das ist nur ein ganz wichtiger Typ da in dieser Sicherheitsarchitektur, der war Geheimdienstkoordinator, der war damals, als es die DDR noch gab, dafür zuständig,
die Kohle, also die Leute, die Flüchtlinge darüber zu machen und keine Ahnung, der hat die Sicherheitsstruktur in Deutschland mitgeprägt und der hat gesagt, wie, was wollt ihr denn? Diese Sicherheitsstruktur hat doch in Deutschland gut funktioniert. Und das ist, denke ich, so der wichtige Punkt. Und gerade auch, wenn man sich bewusst macht, dass diese andere Komponente Hartz IV gerade in der gesamten südlichen Peripherie durchgesetzt wird und auch wenn es dort an Grenzen stößt, ja auch irgendwie schon auf eine Art ganz massiv gerade funktioniert und ganze Bereiche verelendet. So, meine Frage so zum Schluss, also Kolbstraße, das war in Köln, das war dieser Bombenanschlag auf so eine Passage, wo sehr viele migrantische Menschen lebten. Das ist, glaube ich, so gewesen, ne? In Köln. Genau, das ist so eine Straße, in der ganz viele so türkische Geschäfte sind, iranische Friseure und so weiter. Also so ein ziemlich, ziemlich erfolgreiches migrantisches, in einem migrantischen Viertel die erfolgreiche Geschäftsstraße. Und da hast du, glaube ich, zum Schluss sehr anschaulich geschildert, dass nach diesen Bomben, dass da wirklich Faschismus pur ist, also gegen Menschen, die da leben, die da arbeiten und wo dann die Polizei, das SEC, wie du gesagt hast, sich nicht um die betroffenen Menschen, die natürlich traumatisiert sind, kümmert, sondern noch die Wohnung aufbricht und im Grunde genommen das komplementiert, was die NSU gemacht hat, also mit ihren Mitteln, also eine totale Einschränkung und Kriminalisierung und Diffamierung dieser Menschen und ja, dass sie aufhören und dass sie möglichst hier aus Deutschland abhauen. Das ist ja so die Botschaft, ne? Also okay, ich denke. Also sich nicht aufmucken jedenfalls. Ja, genau, also auf jeden Fall anpassen und das drückt natürlich auch den staatlichen Rassismus aus, sozusagen, in ihrem Verhalten, wie was du schon sagtest, mit Dönermorden oder Sonderkommission Bosporus, das war ja auch so ein Begriff. Okay, im Anbetracht der Zeit müssen wir jetzt zum Ende kommen, wenn du vielleicht so noch zwei, drei Sätze sagen willst, so zum Schluss. Man kann diese Sachen, die wir jetzt auch nur kurz angetickt haben, in der Wildcat nachlesen. Ja, magst du vielleicht noch kurz was zum Schluss sagen? Ja, also genau, man kann das Ganze ausführlich in den letzten drei Wildcats nachlesen. Wir haben da relativ viel gemacht. Ansonsten hatte ich ja zu Quellen noch was gesagt. Was ich vielleicht noch wichtig finde, also das ist ja alles noch im Fluss und es wäre jetzt schon ziemlich scheiße, wenn dieser Prozess dazu genutzt wird, da jetzt einen Anker reinzusetzen. Und eine der wichtigen Sachen ist, dass die Recherche darüber, wie das eigentlich funktioniert hat, dass das zu einer kollektiven Anstrengung geht, anstatt dass im Moment, wie man manchmal das Gefühl hat, diese verschiedenen Recherchegruppen sich sehr gut auskennen, so versuchen, sich da zu profilieren. Und dass man in so einer in dieser kollektiven Anstrengung der Recherche, dass wir da eben versuchen, diese Staatskrise, die es gerade gibt, eine Legitimationskrise, die aber auch, glaube ich, tatsächlich eine materielle Krise teilweise ist, wo man eben durchaus merkt, dass das da auch knarzt, dass wir die vorantreiben und in diesem Weg auch noch so unsere Staatskritik verbessern. Das ist, glaube ich, ein Appell an alle radikalen Linke, was du sagst, mit der Vereinzelung, mit der Konkurrenz, dass die abgeschafft werden muss. So können wir auch stärker werden und auch wieder ja stärker in den Auseinandersetzungen auftreten und auch ansprechbar für alle Menschen sind. Ich denke, so weit, so gut erstmal. Ich denke, wir werden dieses Thema weiter verfolgen. Danke für das lange Gespräch und bis dann mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.